wenn du um 3.30 Uhr aufstehst, du bist völlig verpennt, du gehst ans Wasser, du bist mit dem Bellyboot drin und auf einmal bist du auf dem Wasser und es ist alles ruhig, die Sonne geht auf, du merkst, wie die Vögel zum Leben erwachen, du merkst, wie gejagt wird an der Wasseroberfläche, ja, so, das sind Momente, die genießt man einfach, auch gerade mit den Jungs zusammen am Wasser zu sein. Also, ich will es nicht mehr missen. Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hallo und herzlich willkommen, liebe Schönwetterangler. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Warum sage ich das? Also, Erik ist hier, Frieda ist auch da. Es schifft. Obwohl, gerade ist eine Pause, ne? Naja, also nicht wirklich. Wir, es ist eine Pause, weil wir schön unter der Brücke sitzen, ne? Ja, vor allen Dingen Regen von links, Regen von rechts, Regen von oben jetzt eben nicht, weil wir unter einer Brücke sitzen, wie du es gesagt hast. Wir haben gerade die Pause erwischt. Nehmen jetzt schnell die Folge auf, denn wo sind wir, Erik? Wir sind am Sacro-Parezer Kanal. Der verbindet ja den Jungfernsee mit dem Schlenitzsee unter anderem und geht dann noch weiter. Und wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ich möchte mal sagen, letzte Episode waren wir noch beim Chef. Kommen wir jetzt zum Stift. ein bisschen provokant gesagt. Und zwar sind wir nämlich bei Paul Lansky. Hallo und herzlich willkommen. Moin. Freut mich hier zu sein, Männers. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass wir beide hier sein dürften. Paul, Erik, ihr kennt euch schon so ein bisschen, weil wohnt beide in Potsdam. Genau. Hat man sich wahrscheinlich schon mal begegnet oder ist sich schon mal begegnet beim Angeln. Wie ist das zustande gekommen? Ach ja, naja, grundsätzlich zustande gekommen ist es, weil ich euch mal mein bestes Angelerlebnis 2020 geschickt habe. Stimmt, richtig. Das war nochmal was ganz genau? Ein Wels war es, ein Wels. Du sollst es nicht alles verraten. Ein Wels, oder? Ja, ja, richtig. Aber wie es zustande gekommen ist mit dem Wels, das kannst du ruhig nochmal erzählen. Ach naja, wir waren an der Elbe, war nicht viel los, waren tatsächlich letzten Sommer 6-7 Mal da und haben auch tatsächlich 6-7 Mal geschneidert, zumindest was unseren Zielfisch anging, Zander. Und ja, dann sind wir in einem kleinen Verbindungskanal und ja, da stieg mir dann ein Wels auf eine 30 Gramm Route ein. Das ist echt amtlich. Knapp 1,20 Meter, kein Riese, aber Heidenspaß. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ist ja ein Erlebnis gewesen. Und jetzt sitzen wir halt hier am Sacro-Parezer Kanal, denn wir haben noch einiges vor mit Paul. Wir wollen heute noch mal ein bisschen auf Zander gehen. Es ist der 15. März, also noch können wir Zanderangeln machen. Im April geht es ja dann schon nicht mehr, aber wir haben gedacht, jetzt nutzen wir noch mal die Chance. Und vorher, wie es halt eben bei uns so üblich ist, wird erstmal ein bisschen gequatscht. Paul, du bist Student. Was studierst du und was machst du sonst so? Ich studiere dual Sportwissenschaften, ist eine private Hochschule, also da ist das noch mit einer ganzen oder mit einer Spezialisierung verbunden, wäre Sport- und Bewegungspädagogik. Mhm. So, arbeite halt gern mit Kindern und bin noch beim SC Potsdam angestellt, unserem örtlichen oder was heißt örtlichen, ist größte Sportverein im Land Brandenburg. Und ja, ansonsten, was mache ich ansonsten? Ich spiele Fußball und vor allem am allerliebsten gehe ich angeln. was sicherlich alle verbindet, ja. Und genau. Was für einen Sport machst du dann mit den Kids? Auch Fußball? Leichtathletik. Oder? Ah, genau. Okay. Ich bin auch bei den Volleyballern ab und zu dabei, aber dann weniger als trainierende Instanz, sondern eher als kleiner Fan. Unsere Damen spielen erste Bundesliga. Wollte ich gerade sagen, richtig. Die Damen des SC Potsdam sind gut dabei. Gut, gegen meine Heimatstadt Schwerin haben sie keine Chance, aber die haben sich in den letzten Jahren wirklich in der Spitze etabliert, oder? Auf jeden Fall. Genau, wie du schon meintest, Schwerin-Pokalfinale war gerade. Fange ich jetzt nicht an mit den Mädels vom Dresdner SC. Geht aber noch schlimmer, also keine Sorge. Ja, okay, also das ist ja schon mal sehr spannend. Jetzt sagst du, Angeln, das ist so aber deine große Passion. Erinnere dich mal zurück, kannst du dich so an den allerersten Angelmoment noch erinnern? Oh, der allererste Angelmoment, ich weiß es nicht. Also wie bei so vielen in die Wiege gelegt wurde es mir von Fadi und ja, war wahrscheinlich irgendwann mal nachts auf dem Ansitz, doch, ich glaube ein Aalansitz, nachts an einem kleinen Tümpel habe ich dann einen Aal gefangen. Der wird knapp über 70 gehabt haben, also ein kleiner war es nicht und da ja, war es dann um mich geschehen, aber dann erstmal schleppend und so richtig los ging es dann erst ein paar Jahre später. War das bei dir auch so, weil bei Erik und mir ist so die Angelbiografie, Kindheitstage, Opa oder Papa, klar, man war angefixt und da war immer so eine Art Break, so Pubertät, ja, Teenager, ja, da waren Partys, Frauen, Musik, so Lifestyle war ja, erstmal wichtiger, Angeln, oh Gott, nee, gar nicht. Und was war dann so dein Wiedererweckungserlebnis, weil bei uns beiden war es so Norwegen kennengelernt und dann festgestellt, auch hier kann man angeln, was war es bei dir, Paul? Ich
also was war der direkte Auslöser? Ich glaube, der direkte Auslöser war tatsächlich mein erster Zander, den ich in Potsdam gefangen habe. Ja. War, wie gesagt, immer ab und zu mit dabei. Dann sind wir immer im Winter. Papa ist gerne im Winter auf Zanderangeln gegangen. Waren wir immer mit der Warthose drin. Also gleich volles Programm, gib ihm. Ja, und dann irgendwann hatte ich einen Zander, knapp Maß gehabt, 55. Also ja, und da war es dann um mich geschehen. Und dann entwickelte sich das ganz langsam und nahm dann auch ganz langsam ganz schön extreme Züge an. Was heißt das, extrem? Naja, du von jeden Tag angeln bis ein bisschen Streitigkeiten zu Hause, dass es schon wieder rausgeht. Ja. Kennen wir auch mit alle. Wem, mit wem Streitigkeiten? Mit meiner Freundin. Ja, ja, wir wohnen zusammen. Wie soll es auch anders sein? Ja. Wie viel Angeltage hast du so im Jahr oder kannst du zumindest vom letzten Jahr sagen? Also dieses Jahr habe ich tatsächlich getrackt. Letztes Jahr ja, von 365, ja, knapp 250 würde ich jetzt mal sagen. Boah, das ist schon amtlich. Das ist eine ordentliche Zahl. Dann lass uns gleich bei deinem Lieblingszielfisch, deinen Wiederauslöser bleiben. Was fasziniert dich dann so am Zander? Also mein Lieblingszielfisch ist tatsächlich der Barsch, muss ich sagen. Ah ja, okay. Ja, ich dachte, das würde jetzt so schön gut, passen. Alles gut. Aber Zander, ja klar, die Faszination Zander, überliste den Zander, du musst gucken, wo er steht, wie er steht, zu welchen Phasen er am besten beißt. Und ja, für viele ein Mysterium, wenn du den Code einmal geknackt hast und vor allen Dingen mal einen großen Fisch in den Händen hältst, dann ist um dich geschehen. Es gibt ja so ganz große Idole in Deutschland, ich sag mal sowas wie Veit Wilde oder Sebastian Hähnel, die ja als Zander-Experten gelten. Sind es Leute, die für dich spannend sind, wo du dir was abgucken kannst oder sagst du, nee, ist mir eigentlich egal? Also Sebastian Hähnel sicherlich sehr, also der Typ hat halt einfach Ahnung, so man braucht es nicht umschreiben. Klasse Typ. Aber jetzt an sich Idole, pff, ja, für mich war es immer mein Vater, so die fahren auch, ist wirklich so, immer gut gefangen hier in der Region. Und ja, auch immer in Norwegen gewesen. Ich glaube, so endgültig gepackt hat es die Jungs dann auch, weil sie jedes Jahr immer nach Norwegen gefahren sind. Und ja, aber an sich, ich gucke mir viele Leute gerne an, ich nehme auch von vielen Leuten gerne was mit, auch von meinen Jungs. Ja. Wir haben auch ein paar Jungs, die sind einfach noch ein paar Jahre älter als ich, also ich bin 24, ja, und immer spannend, ich lerne gerne dazu, ich gebe gerne was weiter, ja, ein Idol jetzt an sich. Also falls ihr euch wundert, ja, was jetzt die ganze Zeit so im Hintergrund ein bisschen rauscht, es hat gerade wieder richtig doll angefangen zu regnen. Ich bin für unsere kleine Bahnbrücke hier sehr, sehr dankbar, unter der wir sitzen. Und ganz wichtig ist auch, diesen Podcast gibt es natürlich nicht nur zum Hören, sondern ihr könnt ihn natürlich auch jederzeit sehen, rbb-online.de/angebissen oder auf dem rbb-YouTube-Kanal, weil dann seht ihr nämlich auch den Pullover von Paul. Genau da wollte ich hin, Erik, genau da wollte ich hin, weil Paul, du hattest erzählt von meinen Jungs und ich, wenn man dir auf die Brust schaut, sieht man einen, das ist ein Zander, ein weißer, das ist ein Zander, ja, definitiv. Havelräuber, das wird wahrscheinlich deine Gang oder deine Angelcrew sein. Richtig. Erzähl mal ein bisschen was. Wer ist das? Was macht ihr? Wer habt euch kennengelernt? So dieses Typische eben. Also kennen tun wir uns schon ewig. Schon bevor überhaupt feststand, dass wir irgendwann mal zusammen am Wasser stehen und alle zusammen angeln. Ja, wie ist es entstanden? Lustige Geschichte. Einer von den Jungs, so der Kreis, mit dem ich eh immer schon geangelt habe, hat dann eine Instagram-Seite erstellt. Da wusste keiner von uns Bescheid und die Seite existierte bevor... Das kennen wir. Da gab es die Havelräuber an sich so für uns in unseren Köpfen noch nicht. Ja? Und dann irgendwann hieß es so, Jungs, passt auf, hier Instagram-Seite erstellt. Du, ihr seid mit dabei. So, los geht's. Ja, und dann ging's halt los. Lernt man wahrscheinlich auch echt relativ schnell sehr viele Sachen, oder? Wenn man so echt davon profitieren kann, dass man mit so einer größeren Gruppe sich austauschen kann? Klar, auf jeden Fall. Also, wie du schon sagst, dieses Austauschen an sich. Ja, heute ist da gelaufen, morgen läuft's da um die und die Uhrzeit auf den und den Köder. Kennen wir, glaube ich, alle. Und ja. Wenn ihr losgeht, was macht ihr am liebsten oder am häufigsten? Seid ihr vom Ufer aus unterwegs, Bellyboot, Boot, was fasziniert euch oder dich auch im Speziellen? Also mich fasziniert die Bootsangelei dahingehend, dass ich das Gefühl habe, das noch nicht zu 100% entschlüsselt zu haben, so für mich. Am erfolgreichsten sind wir eindeutig vom Ufer und auf dem Boot zu stehen, kennen wir, glaube ich, alle als Angler, so ist vom Feeling her einfach nochmal ein Stückchen mehr. Und ansonsten, ja, aber da gibt es, glaube ich, noch zwei, drei Sachen, die man lernen kann. Definitiv Uferangeln sind wir gut dabei. Bin ich gespannt, oder? Weil im zweiten Teil von Paul Lansky und Angebissen hört und könnt ihr dann ja sehen, wie Erik und ich unter Anleitung von unserem Angelguide heute, Montag, 15.03. mit bescheidenem Wetter, wo wir aufzeichnen, wie wir uns dann anstellen und von deiner Erfahrung eventuell ein bisschen profitieren können. Aber hoffen wir es doch. Natürlich. Gehen wir mal vom Zander weg. Was wäre noch so ein Traumfisch für dich oder so ein anglerisches Ziel, was du in deinem Leben unbedingt mal verwirklichen möchtest? Also
kann man einteilen. Einmal in kleine Ziele, einmal in große Ziele. Ich möchte das große Ziel nur hören. Was heißt kleine Ziele? Also das große Ziel wäre definitiv, irgendwann mal einen dicken Peacock-Bass irgendwo zu ziehen. Jawohl. Ich finde die Fische unglaublich faszinierend. Ruf an, wir kommen mit. Also wer Peacock-Bass noch nicht gesehen hat, die sehen so ein bisschen aus wie Barsche auf Steroide. Also was die Farben und glaube ich die Größe angeht. Und die Größe angeht, definitiv. Und geschminkt. Ja, auf jeden Doll Fall. Toll geschminkt, ja. Und dann Florida halt wahrscheinlich, oder? Ich tatsächlich irgendwie in den Amazonasgebieten. Würde mich persönlich noch mal. Ja, ja, na, großes Ziel. Stimmt, wenn stimmt. Du musst auch ein großer Fluss dazu, ne? Wenn du hier Havel, Amazonas, klar. Ja. Okay, ja, also. Und so, ich sag mal, mittelbare Ziele? Also, was heißt mittelbar? Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt für mittelbar, aber ein 50er Barsch. So, das wäre so für mich persönlich, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Du bist ja extrem viel hier unterwegs und ich kenne durchaus auch Leute, die sagen, also wenn 50er, dann ist auf jeden Fall das Ziel, das im Heimatgewässer zu schaffen. Mhm. Ist das für dich, spielt das auch eine Rolle oder sagst du, das ist jetzt erstmal wurscht, also ich fahre auch gerne mal woanders hin? Also grundsätzlich 50er Barsch würde ich mich egal in welchem Gewässer drüber freuen, aber wenn es natürlich in den Heimatgewässern klappen würde. Bis jetzt sind alle meine PB-Fische aus unserem Heimatgewässer gefangen, da bin ich auch stolz drauf. Also wie groß ist dein größter Barsch? 45 jetzt. Das ist schon ordentlich. Also ist ordentlich, aber ausbaufähig. Du hast du bist bei 41, ich bin bei 41. Premiere, ich habe es geschafft. Ja, stimmt. Ich habe am letzten Wochenende tatsächlich auch einen PB-Barsch gelandet, knapp an den 40 vorbei. Ich bin jetzt auch endlich bei 38, hat mich auch gefreut. Glückwunsch nochmal. Dankeschön, natürlich auch Glückwunsch an eure PBs. Wir hatten in der letzten Folge den Hauptgeschäftsführer vom Landesanglerverband Brandenburg, den Herrn Kopetzki. Brandenburg ist Angelland. Definitiv. Würdest du auch unterschreiben? Auf jeden Fall. Was macht das für dich so, dieses Angelland Brandenburg? Wie gehst du damit um? Wie sehr genießt du das so, weißt du, dass du nicht weit fahren musst? Ja. Was macht das mit dir? Also was an Brandenburg immer wieder faszinierend ist, gerade wenn man, also wenn man eine relativ große Community hat oder auch auf Instagram jetzt guckt, es gibt viele Angler, die in Brandenburg aktiv sind. Du kommst gar nicht hinterher mit den Gewässern. Also es gibt so viele Gewässer in Brandenburg, die ein unglaubliches Potenzial haben, von denen du gefühlt selbst als Brandenburger noch nie gehört hast in deinem Leben. Sehr spannend. Du hast super schöne Naturenseen, du hast geile Streetspots hier, zum Beispiel auch Alte Fahrt, natürlich auch mit ein paar Sachen, wo man ein bisschen kritischer raufgucken kann, aber auch da kann man sehr gute Fische fangen. Ich wollte gerade sagen, du bist ja durchaus öfter unterwegs. Klar, als Potsdamer ist das halt so die Anlaufstelle Nummer eins. Wir haben in der vorletzten Episode gelernt, ja, da gibt es jetzt eine Veränderung in der alten und in der neuen Fahrt. Also es ist quasi nur noch mit einfachen Haken im Januar und im Februar. Das heißt, das unterschreibst du oder wärst du noch weitergegangen? Also was heißt weitergegangen? Ich finde, ich weiß ja nicht ganz genau, wie es dann im Endeffekt umgesetzt wird. Ich finde Drillings- und Duo-Hakenverbot definitiv gut. Wir haben uns da ja vorhin auch schon drüber unterhalten. Ich würde es am allerbesten finden, wenn man zum Beispiel nur noch mit Offset-Haken angeln dürfte. Ganz großes Thema in der alten Fahrt ist Fischereißen. Mhm. Du siehst super, super oft Brassen rumschwimmen, die verpilzt sind an etlichen Stellen. Es werden super viele Fische gerissen, teilweise mit Jigger-Rigs, die mit 30 Gramm Leinen bestückt sind. Und dann werden die super, super langsam über den Boden gekurbelt. Und sobald du irgendwas merkst in der Route, wird dann angeschlagen, wie als wenn du, weiß ich nicht, auf welche Fische angelst. Also schrecklich. Ja. Dementsprechend. Also ich würde fast so weit gehen, auch wenn ich den Spot liebe, es ist 10 Minuten Fußweg von mir zu Hause entfernt. Wenn sich nichts ändert, dann Winterlager zumachen. Mhm. Genau, das machen sie ja woanders auch ein Winterlager, ne, dass du halt Ruhe hast oder wie sie es in Berlin machen, eben bis 1. Mai generell Raubfischverbot, also keine Kunstköder größer als 2 Zentimeter und wie du eben meintest, nur einen einschenkligen Haken. Ja, und während wir hier sitzen und erzählen, kommt hier gerade ein richtig schöner Frachter an uns vorbei, schiebt sich hier den Sacro-Paratzer Kanal hoch. Das sieht schon auf jeden Fall immer sehr, sehr beeindruckend aus. Also falls ihr es wirklich nur hört, empfehlen wir euch, die Bilder lohnen sich auf jeden Fall. Guckt es euch gerne auch an. Habe ich direkt eine Anschlussfrage zu an Paul? Stimmt es jetzt hinten, wenn er vorbei ist, wo er das aufgewirbelt hat, reinwerfen, da ist die Chance groß? Stimmt, klar. Bei mir hat sich das noch nie bestätigt. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Phase, weil das Wasser, ja okay, die Zuschauer sehen es jetzt nicht in dem Fall, aber schiebt sich zurück und es wird super viel Kleinvieh aus der Steinpackung sozusagen rausgetrieben und die Räuber nimmt es natürlich dankend an, ja.
Also gerade jetzt hier an der Packung, ein bisschen jetzt die Packung abwobbeln, interessante Stelle, ja. Okay, also muss er nachher nochmal wenden und wenn wir mit dir unterwegs sind, kommt er nochmal lang hier. Dann, also Frieder, ich kann dir versprechen, das wird nicht der einzige bleiben. Das ist hier einfach wirklich eine sehr viel befahrene Wasserstraße. Ja, okay. Du, quer wird er hier wahrscheinlich auch nicht reinpassen. Also. Aber stimmt, im Gegensatz zu Spree ziemlich wenig Partyboote bisher, da habt ihr absolut recht. Ja, ja. Wird man hier auch nicht so viele sehen, also selbst im Sommer nicht. Heute zumindest nicht, nee. Wie siehst du das, wie hat sich so das Angeln verändert oder stellst du überhaupt eine Veränderung fest zu, ich sag mal, dem Zeitpunkt, wie du angefangen hast, zu jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn ich jetzt für mich spreche, so, es kam dann irgendwann diese Faszination Japan irgendwie dazu, kennen wir ja alle auch irgendwo her. Das war für mich so die größte Veränderung. Ansonsten in meiner aktiven Zeit habe ich mich immer so ein bisschen am Papa gehalten. Der war auch immer gut auf Trab, was auch so neue Sachen und so angehen. Also überhaupt nicht altbackend, was so Angelmethoden angeht. Und ja, für mich ist es jetzt halt JDM-Zeug. Japan Domestic Market, also Sachen, die nur für den japanischen Markt erstmal hergestellt werden, an die es früher nicht so einfach war, ranzukommen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Gibt es da irgendwas Spezielles, was du so in der letzten Zeit oder im letzten Jahr für dich ganz besonders entdeckt hast? Diese ganzen Finesse-Rigs an sich, so diese unglaubliche Vielseitigkeit. Deswegen also welche da im Speziellen, benennen mal ein paar? Ich fische sehr gerne, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt JDM so, das ist, kommt ja von den Russen ursprünglich, aber bei mir fing es an so mit dem Cheburashka, was ich sehr interessant fand, dann halt mit den entsprechenden Ködern. Ja, und dann geht man halt weiter. Carolina-Rig finde ich sehr interessant, Free-Rig fische ich mittlerweile, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber dann irgendwann gab es auch die Erfolge und ja, so, das sind so die Sachen. Okay. Ja. Wir waren jetzt sehr allgemein, was sich verändert hat. Was würdest du sagen, hat sich an der Angelei hier im Revier rund um Potsdam für dich verändert? Also nicht nur Havel, sondern eben auch die Gewässer, die so noch drumherum sind. Gibt's da, stellst du überhaupt eine Veränderung fest? Hecht wird immer schwieriger, obwohl das Wasser immer klarer wird, was an sich irgendwie ein Widerspruch ist. Mhm. Zander wird gefühlt immer besser, obwohl viele meckern. Ich finde es genau andersrum. Zander läuft sehr gut, Hecht läuft immer schlechter. Ja, es ist jetzt so die direkte anglerische Komponente. Was ich so außerhalb vom Angeln feststelle, ist, es sind immer mehr jüngere Leute am Wasser und ja, wie umschreibe ich das jetzt so? Dieser Style-Faktor beim Angeln, der spielt auch immer eine größere Rolle so und ja, war damals halt überhaupt nicht so, ja. Also du sagst das mit so einem Lächeln, findest du es vielleicht auch ein bisschen lächerlich? Naja, was... Bis zu einem bestimmten Punkt nicht, aber irgendwann, man kann den Bogen auch überspannen. Ja, das ist klar, aber was man so beobachten kann, ist ja dann wirklich, oder was wir beobachten, ne, mit Social Media, mit Instagram. Es ist nicht nur, dass man angelt, sondern auch, ne, wie präsentiert man sich, wie kommt man rüber. Und ich muss zugeben, so tolle Fotos oder mit so einem speziellen Design oder einfach, sei es der Pullover, wo Havelräuber draufsteht, mit einem coolen Zander drauf, so wiedererkennungswert. Ja. Das ist schon was anderes, als wenn alle nur in Tarnklamotten da rumsitzen oder halt in Karpfengrün, nenne ich es mal. Ja. Und man immer nur so denkt, naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, volle Zustimmung. So tausendmal gesehen und das ist dann auch immer so ein kleiner Blick von noch und was, glaube ich, auch dieses Hobby, was ja immer mehr im Kommen ist, aber irgendwie auch so einfach cooler macht, jetzt wo du auch beobachtet hast, dass so viele junge Menschen da eben auch am Start sind, so, das ist einfach so und mir gefällt das, ehrlich gesagt, mir gefällt das voll und da gibt es natürlich immer Dinge, die ausschlagen, Leute, die das übertreiben, aber so ist es eben und ich finde es gut. Liegt natürlich auch an den Personen, die es jetzt so ein bisschen repräsentieren mittlerweile, ja, wenn ich da an Dustin Schöne zum Beispiel denke, ja, wie viele jungsche Leute oder hier auch Yoshi und Maxi, ja, wie viele jüngste Leute gucken zu denen auf und denken sich so, oh ja, coole Typen, so, hab auch Bock zu angeln. Es ist aber trotzdem, stelle ich immer mehr fest, es ist so ein bisschen, das eine ist sozusagen Porno gucken, das andere ist es selber zu machen. Also ich finde, nur wenn man da ein Angel-YouTube-Video sieht, also es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man selber am Wasser steht und halt einfach probiert und macht. Eine letzte Frage, bevor wir natürlich gleich noch eine Runde Fischeraten spielen, eine leicht philosophische Frage, wenn du sagst auch, dass du 250 Tage so Pi mal Daumen im letzten Jahr geschafft hast. Was treibt dich denn ans Wasser und was hält dich auch dabei? Das Lustige, das hat sich auch enorm verändert über die Zeit. Am Anfang war es natürlich Fisch so. Ich möchte einen Fisch fangen. Und wenn du dann natürlich auch so ein bisschen mehr in die Richtung Extreme gehst, wenn du um 3.30 Uhr aufstehst, du bist völlig verpennt, du gehst ans Wasser, du bist mit dem Bellyboot drin und auf einmal bist du auf dem Wasser und ist alles ruhig, die Sonne geht auf, du merkst, wie die Vögel zum Leben erwachen, du merkst, wie gejagt wird an der Wasseroberfläche. Ja. So, das sind Momente, die genießt man einfach, auch gerade mit den Jungs zusammen am Wasser zu sein. Also, ich will es nicht mehr missen. Ja.
Was für ein tolles Fastschlusswort. Ich bin völlig bei ihm gedanklich. Ich hatte gerade einen Film im Kopf. Ich wollte Frieda, auch gar nichts mehr sagen. Frieda war gerade eine Runde mit seinen Tagträumen beschäftigt. So, jetzt aber wieder zurück ins Hier und Jetzt. Es wird Zeit für Fische raten. Ja, Paul hat gleich mitgemacht. Ja, kennt man ja. Wollen wir es für die nochmal erklären, die es noch nicht wissen? Natürlich, das müssen wir auch. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten? So, Paul, du kennst es ja schon ein bisschen, bist ja auch fleißiger Angebissen-Hörer. Ja. Hast du vorher drüber nachgedacht? Was, ihr habt ja den Counter zurückgesetzt dieses genau, Jahr. Genau, neues Jahr. Genau, es geht wieder von vorne Glück, los. Von vorne, Herr Kopetzky hat für den Fisch des Jahres, den Hering, sieben Fragen gebraucht, obwohl wir uns da beide ziemlich, naja, umständlich angestellt haben. Ja. Ich will es mal so formulieren. Könnt ihr nachhören in Episode 34, Entschuldigung. Ja. Naja, dann sechs. Okay. Es geht doch. Also, ich schätze mich nicht gut in dem Spiel ein, aber. Das sagen sie alle und dann brauchen sie zwei Fragen, weißt du? Also, ich sag mal so, wir beide mit jeweils einem halben Gehirn ist auch wieder ein Gehirn und insofern, ja, ich hoffe, ich gebe mein Bestes. Frieda, ja. Sechs Fragen haben wir. Natürlich, Paul, die erste Frage gehört dir. Ja, Salz oder Süßwasser? Süßwasser. Dann würde mich interessieren, ob es ein Mindestmaß gibt, ein Fanglimit oder eine Schonzeit. Ja, gibt es. Oh, okay. Das ist schon mal gut. Ja, in Berlin bis 1.5., vom 1.1. bis zum 1.5. Okay. In Brandenburg vom 1.4. bis 31.5., glaube ich, aus dem Kopf zu wissen. Und das Mindestmaß sind 45 Zentimeter in Berlin und Brandenburg. Ich weiß es schon. Ich würde jetzt noch meine provisorische letzte Frage stellen. Ja. Fried oder Raubfisch? Raubfisch. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich würde sagen, es ist der Rapfen. Der Rapfen? Nicht der Rapfen? Ich hätte jetzt Zander gesagt. Ist die Schonzeit vom Zander? Oh Gott, das wird jetzt peinlich. Ja. Okay, ja. Ist sie. Dann wird's der Aber Zander Rapfen, sein. Das ist gut, dass du es fragst, weil beim Rapfen bin ich mir nicht sicher. Also wir haben jetzt drei Fragen gestellt. Also das Mindestmaß des Zanders ist in Brandenburg ja 50 Zentimeter. So. Deswegen, ah, okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. In der Havel ist es 50. Ach so, in der Havel ist es. In Brandenburg selber sind es tatsächlich 45. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, Havelräuber. Ja, genau. Der Name sagt. Also pass auf, wir haben ja noch ein paar Fragen, die wir stellen können. Und ich sag mal so, ja, also selbst wenn es dann 5 sind, sind wir immer noch richtig gut unterwegs. Dir gehört die nächste Frage. Tja, dann eher Silber einfarbig oder farbliche Akzente? Farbliche Akzente. Tja, dann welche farblichen Akzente? So silbrig-grün schimmernd. Mit kleinen, leichten Streifen manchmal. Ja, dann ist es der Zander. Dann ist es der Zander. Natürlich ist es der Zander, Jungs. Oh, Glückwunsch, ich kam ganz bisschen ins Schlingern mit den Schonzeiten. Ja. Weil in Berlin ist es ja einfach und in Brandenburg verwechsel ich die gerne mit dem Hecht. Ja. Natürlich schaue ich immer nach, bevor ich ans Wasser gehe. Aber die waren richtig, oder? Absolut richtig. Und 1.4. bis 31.5. Und wunderbar, die Falle, Paul, perfekt. In Brandenburg 45 Zentimeter, an der Havel 50. Weil mit dem Logo bei dir auf der Brust, einen Zander-Havelräuber, dachte ich so, na, ich wollte es nicht zu einfach machen. Ja. Aber war es dann irgendwie doch. Aber das waren jetzt 4 oder 5? Oh, 4. Ich will jetzt. Ja, man kann schon sagen 5. Weil aber 6 ja angesagt, runtergeblieben, zack, 5 Fragen eingeloggt, perfekt. Da würde ich sagen, wo wir gerade bei Zander waren, bleiben wir doch bei Zander, oder? Genau, das hört ihr dann natürlich in der nächsten Episode. Ich sage mal, hört, ihr seht es natürlich auch. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sagen erstmal vielen lieben Dank, Paul, dass du uns bis hierhin mitgenommen hast. Vielen lieben Dank an euch. Und dass du dich ein bisschen vorgestellt hast. Und wenn ihr übrigens auch Lust habt, dass wir mal zu euch kommen, ihr mal mit uns quatschen wollt, dann schreibt uns gern über Instagram einfach eine Direktmessage oder angebissen@rbb-online.
online.de. Überhaupt kein Problem. Wir antworten auch relativ zügig. Machen wir wirklich, oder Paul? Ja, macht ihr. Und ja, dann kommen wir vielleicht auch bald zu euch. Also insofern erstmal vielen lieben Dank, Paul, bis hierhin. Und in der nächsten Woche geht's auf Zander am Sacro-Paritzer Kanal. Richtig. Ciao, ich freue mich. Bis dann. Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.